viele Wähler sind vielleicht immer noch sauer, weil Söder so lange am rechten Rand gefischt hat. Wissen Sie, ne? Das hat viele Menschen in Bayern zu den Grünen getrieben. Und die Verstrahlten, denen sowas gefällt, die wählen wohl lieber das Original, die AfD. Zuletzt besonders erfolgreich im Wahlkreis Deggendorf. Hier, AfD-Straßenwahlkampf. Und Sie sind schon deutsche Staatsbürger? Ja, ja. Aha, okay. Dann dürfen Sie auch wählen in Deggendorf. Dann gebe ich Ihnen mal unser Wahlprogramm mit. Die AfD kennt er noch nicht. Er möchte die Unterlagen zu Hause in Ruhe lesen. Ja, mach das. Lies die bitte in Ruhe. Auch das Kleingedruckte. Ganz wichtig. Ja. Und für alle, die noch damit liebäugeln, aus Protest am Sonntag AfD zu wählen, weil es ja im Prinzip eine ganz normale Partei ist, der AfD-Mann Andreas Winhardt kandidiert für den Bayerischen Landtag und sagte bei einer öffentlichen Veranstaltung letzte Woche das hier. Es gibt unglaublich viele HIV-Fälle, die gibt es ja in Schwarzafrika, das wissen wir. Es gibt aber auch Krätze, meine Damen und Herren, es gibt TBC bei uns wieder. Ich möchte wissen, wenn mich in der Nachbarschaft ein Neger anküsst oder anhustet, dann muss ich wissen, ist der krank oder ist der nicht krank, liebe Freunde, und das müssen wir sicherstellen. Du bist krank, das ist mal ganz sicher, Freundchen. Unglaublich. Letzten Sonntag. Natürlich sind dann alle gemäßigten AfDler im Saal wütend aufgesprungen. Nee, warte mal, es gibt ja gar keine gemäßigten AfDler. Mein Fehler. Alice Weidel saß bei der Ansprache übrigens nur 2 Meter daneben. Und wenn Sie das eben schon widerlich fanden, Kretzer-Andi hier hat noch einen ganzen Sack voll braune Sprüche im Köcher. Wir haben am 14. Oktober die Chance, die AfD in den Bayerischen Landtag hineinzuschicken, Frau Merkel in den Ruhestand zu senden und die Sonderflotte und den ganzen Rettungsbooten im Mittelmeer zu versenken. Bingo! Da war ja wirklich alles dabei. Flüchtlinge versenken und Soros-Flotte. Wegen George Soros. Der Name, der immer fällt als Codewort für die jüdische Weltverschwörung. Das nur mal als kleines Betthupferl für sogenannte Protestwähler. Wer Rechtsextreme wählt, wählt rechtsextrem. Punkt. So, ganz harter Themenschnitt, meine Damen und Herren. Reden wir jetzt mal über die Grünen. Ja, nicht nur in Bayern, auch bundesweit sieht es in den Umfragen gerade ganz gut aus für die. Manche sehen die Grünen sogar schon auf dem Weg zur neuen Volkspartei. Ja, warum nicht? Ne? Warum denn nicht? Ne? Ja. Einfach, ja. Also quasi aus der Nische in die Mitte. Das passiert gerade. Dadurch wird man zwar inhaltlich ein bisschen beliebiger, aber irgendwas ist immer. Die Grünen stehen voll im Saft und klauen Stimmen von fast allen anderen Parteien. Und sie haben uns vorgewarnt. Sehr laut sogar. Wenn es in 4 Jahren Wahlen gibt, dass wir dann so stark sind, dass keiner mehr an uns vorbeikommt und dass es egal ist, was die anderen treiben, dass wir einfach in die Regierung kommen und dafür sorgen, dass das getan wird, was notwendig ist. Danke. Bitte! Ja, Junge, Junge. Vor der Rede hat er mit Ochsenblut gegurgelt. Nicht schlecht. Jahrelang haben die Grünen ihren Aufstieg geplant, strategisch geplant, unter dem internen Decknamen Operation Dinkelstein. Ja, ja. Und wenn Sie sich das angucken, die sind tatsächlich im Jahr 2018 ganz weg von Veggie Day und 5 Mark pro Liter Benzin. Heute heißt es bloß keinen mehr erschrecken. Und das funktioniert. Zum ersten Mal überhaupt hat die Partei mehr als 70.000 Mitglieder. Es ist schon ein Erfolg. Ne? Ich meine, die Grünen sind heute sowas wie das Rundum-Sorglos-Paket. Da ist für jeden was dabei. Naturschutz, klar, aber auf eine erwachsene Art. In Hessen zum Beispiel hat der grüne Energieminister Widerspruch gegen Fahrverbote eingelegt. Ne? Hätte es früher auch nicht gegeben. Gut, grün ist halt mehr so ein Gefühl. Atme ein, atme aus. Heiße Luft rein, heiße Luft raus. Grün. Nicht nur eine Partei, sondern auch eine Farbe. Mach den herabschauenden Wähler, entschlacke dich von lästigen Inhalten. Der demokratische Detox für den gestressten Wähler. Grün, bäume nicht dein Leben, lebe deinen Baum. Fühlt man sich direkt besser. Ja. Lebe deinen Baum. Ja. Bündnis 90, die Wellness-Partei. Ne?
Ja, und offensichtlich aktuell auch eine Art Projektionsfläche für alle Menschen, die von anderen Parteien irgendwie enttäuscht sind. In Bayern stehen die Grünen laut Politbarometer von gestern bei 19% mit ihrem Spitzenduo Schulze und Hartmann. Kennen Sie, ne? Sehr fesch, oder? Sehr fesch. Hör mal, wie aus dem Manufaktum-Katalog ausgeschnitten. Das ist ja Wahnsinn. Hier, Katharina Schulze und ihr schönstes Wahlkampferlebnis. Und ich weiß noch, als ich das allererste Mal da klingeln sollte, dachte ich mir, ernsthaft? Ich klingel doch nicht an irgend so eine Haustür. Und dann habe ich es einfach mal ausprobiert und dann dachte ich mir so, wie großartig ist das denn? Wie krass, Alter! Ich drück so auf den Knopf, ding dong, und dann geht die Tür auf und der Typ so, verpiss dich, du grüne Nervensäge. Wie großartig war das denn? Ja, Junge, die ist echt gut gelaunt. Ding dong! Ja, hör mal. Und wer weiß, das ist ja eine Option, die keiner ausschließt. Vielleicht regieren die in Bayern bald mit der CSU. Ja, warum nicht? Das wird bestimmt super. Nur noch zweimal schlafen. So geil wird Schwarz-Grün in Bayern. Nein, jetzt bin ich dran. Herr Hartmann, Herr Söder, wenn Sie interessiert. Hartmann, Herr Söder. Herr Hartmann, mich würde jetzt interessieren. Herr Söder, jetzt bin auch ich mal dran. Herr Söder, Bayern leider nicht. Herr Hartmann, deswegen setzen wir mit auf Kindergeld. Auch jetzt schon mal darauf achten, dass Herr Hartmann über den Satz zu Ende sagt. Meine Herren, jeder macht es doch. Lassen Sie mich den Satz doch noch ganz kurz. Jetzt reden wir alle durcheinander. Ein bisschen durcheinander, ein bisschen war's schon. Hör mal, die Gebärdendolmetscherin hat übrigens nach 5 Sekunden gekündigt. Ja, zu Recht. Aber ist das ein Dauerbrenner, dieser grüne Hype, oder doch nur eine Momentaufnahme? Auffällig ist, dass die anderen Parteien tatsächlich schon anfangen, die Grünen zu imitieren. Ja, hier, CDU-Mann Volker Bouffier reitet im hessischen Wahlkampf auf einem Freilandhuhn. Ne? Wie verzweifelt muss man sein? Das ist ja Wahnsinn. So, was genau ist das Geheimnis des grünen Höhenfluges? Wie geht das, solche Prozentzahlen, ohne dass ein einziges Atomkraftwerk explodiert ist? Sprechen wir drüber mit Dr. Birte Schneider. Sie leitet für Bündnis 90 Die Grünen ein Forschungslabor. Frau Dr. Schneider, was wird da geforscht bei Ihnen? Naja, inhaltlich haben wir die Grünen ja schon sehr erfolgreich entkernt in den letzten Jahren. Jetzt war die Frage, wie verpackt man die attraktiv, diese totale Leere? Und deswegen setzen wir in Bayern jetzt erstmals keine menschlichen Spitzenkandidaten mehr ein, sondern 2 Androiden. Die Modelle Katharina und Ludwig. Schön, oder? Ach, das sind Roboter? Ja, ja. Ja, mit Menschen haben die Grünen einfach schlechte Erfahrungen gemacht. Ich sag mal, so ein Tritin, der hat eine Aura, wenn der irgendwo reinkommt, da verwelken die Blumen. Die beiden hier dagegen, die mag jeder. Wobei ich zugeben muss, bei Katharina, da muss ich das Fröhlichkeitsmodul noch so ein bisschen runterregeln. Too much. Wow, hallo Niederbayern! Ja, hallo Traunreuth! Stimmt, die Grünen haben neuerdings immer total attraktive Spitzenkandidaten. Ach, guck mal an, hat das auch schon gemerkt. Herr Welke, nach den Sahneschnitten Baerbock und Habeck habe ich mit diesen beiden Hotties hier den Vogel abgeschossen. Attraktiv, aber nicht zu attraktiv. Ganz wichtig, das empfinden die hässlichen Wähler als Bedrohung. Sexy, aber jugendfrei. Und da überlasse ich nichts dem Zufall. Hier, das Modell Ludwig beim Pressetermin im Wald. Eigentlich wollen wir gerade unser Interview beginnen. Wir haben gerade einen Besuch, schauen wir mal. Grünes Bilderbuch. Oh, das Reh war natürlich auch ein Roboter. Ja. Ja, wenn du heute Volkspartei sein willst, musst du sämtliche Ecken und Kanten abschleifen. Niemanden verschrecken oder intellektuell überfordern. So geht Mainstream. Kennen Sie ja von Ihren Gags, Herr Welke. Das stimmt. Ja, aber Moment. Tendenziell sind die Grünen schon noch so eine Art linke Partei, ne? Na sichi! Deshalb haben die ja schon bei der allerersten Jamaika-Sondierung auf die Vermögenssteuer verzichtet. Ja, logisch. Umverteilung macht ja auch wenig Sinn, wenn deine Wähler schweinereich sind. Ich meine, du sägst ja nicht an dem Chia-Samenbaum, auf dem du sitzt. Ja, ich weiß nicht, meine Katharina und Ludwig bestimmt nett, aber ich vermisse doch die zottligen Grünen meiner Jugend. Ach, Herr Welke, damit haben wir es auch lange genug versucht. Mein erster Prototyp damals, Gott ist der in die Hose gegangen.
Der Toni. Mit Windows 98. Der lief noch auf Diesel, Euro 4. Darf heute gar nicht mehr nach Berlin. Gott sei Dank. Birte Schneider, meine Damen und Herren. Vielen Dank.